Philipp Wassenberg will hoch hinaus. Sein Ziel ist die Para-WM in Paris. Und Peter Ferger hilft ihm dabei. Man muss ein Team bilden, ne? Also der Anwender und der Techniker. Das muss quasi Hand in Hand funktionieren. Und dann ist heute mit modernen Beinprothesen fast alles möglich. APT, A Perfect Team, heißt auch der Hersteller aus dem Westerwald, bei dem sich Hightech und Handwerk perfekt verbinden. Vor 20 Jahren wurde die Firma in Stockum-Püschen gegründet. Und Philipp Wassenberg ist hier sozusagen Stammkunde. Ja, genau. Und dann habe ich wieder ein bisschen Blut geleckt. Oder? Und jetzt, ja. Ich glaube, der Philipp war damals sieben oder acht Jahre alt. Heute ist er 24 Jahre. Das müssen so ja, 15, 16 Jahre her sein, wo wir uns kennengelernt haben. Und zwar in Bonn in der Kinder-Uni-Krebsklinik, soweit ich mich erinnere. Ja. Inzwischen haben sie ein fast freundschaftliches Verhältnis. Körper entstanden. Ja. Was habt ihr jetzt für Lösungen da gefunden überhaupt? Aber als erstes wollten wir ja heute eh noch bei deiner Alltagsprothese schauen, da du das Gefühl hattest, die wäre ein bisschen ja, zu sicher oder zu langsam für dich. Dafür verbinde ich mich einmal mit deinem Kniegelenk. Dafür müsstest du dich einmal bitte hinsetzen und dein Bein einmal bitte hochheben. Okay, das darfst du mal ausprobieren. Wir haben das jetzt alles leichter gestellt. Im Idealfall kommt halt jemand hier hin, der hatte ein schlimmes Schicksal, irgendwas ist ja meistens so, irgendwas ist halt passiert. Und wir können eben durch unser Handwerk im Idealfall demjenigen wieder mehr Lebensqualität geben. Ne? Und im Idealfall geht halt jemand hier ja zumindest mit einem Lächeln wieder raus. Und ja, das ist halt extrem schön zu sehen, was man einfach jeden Tag dann machen kann. Ne? Vom Gipsabguss bis zur fertigen Prothese sind viele Arbeitsschritte nötig. Zuerst entsteht ein Probeschaft aus Kunststoff, den der Kunde ausprobieren kann. Damit werden die Hightech-Gelenke verbunden. Erst ganz zum Schluss wird der fertige Carbonschaft aus mehreren Lagen gefertigt. Anders als die Orthopädietechniker in einem Sanitätshaus fertigen die Mitarbeiter bei APT ausschließlich Prothesen. Meine Welt war schon immer in unserem Beruf die Prothetik. Und damals war es eben so, dass ich auch Kunden natürlich hatte und stellte fest, du hast eigentlich gar nicht genug Zeit für die Kunden, die es braucht, um den Kunden beispielsweise genau zu verstehen, welche Anforderungen er hat. Ja, und dann habe ich mich dazu entschlossen, in 2002 hier in meinem Heimatdorf Stockum-Püschen mit APT zu starten. Am Anfang hat die Branche, sagen wir mal, gelinde gesagt, die Nase gerümpft. Da wurde ich sogar gefragt, wie viele Einwohner gibt es dort? Ja, es sind, wenn sie alle da sind, 700. Und die zwei Amputierten, die dort leben, die kommen noch nicht mal zu mir. Doch das Konzept der Spezialisierung ging auf. Heute gehört APT zu den Marktführern in Sachen Prothesen und bildet auch aus. Johanna Himmelberg ist im zweiten Lehrjahr, eine von zwei Azubis. Anwar Shah kam 2016 als Flüchtling aus Afghanistan und machte seine Lehre hier. Heute ist er Geselle und zeigt anderen, wie es geht. Kosmetik drüber. Ja, dann musst du Kosmetik schleifen. Das kommt auf den Schaft und Kosmetik kommt dann drauf. Ja. Auch Peter Ferger ist ein Eigengewächs von APT und stammt wie sein Chef aus Stockum-Püschen. Mit 14 machte er ein Schülerpraktikum in der Firma und blieb. Inzwischen ist er Betriebsleiter. Dann mit einem einfach nochmal weiter. Und sehr gut. Im Grunde war Philipp dann auch mein Opfer für die Meisterschule. Also ich habe auch mein Meisterstück für Philipp gebaut. Ja, haben eigentlich den Weg so, sind wir komplett eigentlich zusammengegangen. Ne? Das schweißt zusammen.
Die beiden sehen sich regelmäßig, denn eine Prothese muss ständig neu angepasst werden, weil sich der Körper verändert. Gerade bei Spitzensportlern wie Philipp Wassenberg. Am Anfang war es eigentlich nur darum, dass ich wieder fit werde, dass ich auch die Prothese kennenlerne. Ich habe immer gesagt, der Sport hat mich zurück ins Leben geholt, weil man halt, ne, weil man dann lernt, der Prothese zu vertrauen. Man ist auch deutlich selbstbewusster. Man lernt halt auch, dass man, also das hat mir auch am meisten so dieses Gefühl gegeben, dass es halt auch keine Behinderung ist, die ich da habe. So eine computergesteuerte Hightech-Prothese wie die von Philipp hat ihren Preis. Ungefähr so kann man sagen, dass der Fuß so knapp um die 4.000 Euro kostet. Dann haben wir das Gelenk, das ist auf jeden Fall das teuerste an der ganzen Prothese. Da reden wir so über 50.000 Euro. Und dann der Schaft oben, das sind noch mal so knappe 3.000 bis 4.000 Euro. Also kommt schon einiges zusammen. Dazu kommt bei Philipp noch die Sportprothese, die er gegen sein Alltagsbein austauschen kann. Sie besteht aus einer Carbonfeder und kostet noch mal um die 20.000 Euro. Wer keine Sponsoren hat, muss das selbst bezahlen. Spitzensportler haben es da leichter. Philipp Wassenberg trainiert seit kurzem wieder für den TSV Bayer 04 in Leverkusen. Lass schwingen die Arme locker, ne? Gesicht bleibt locker. Jetzt will er an seine Erfolge als Juniorenweltmeister anknüpfen. Neben dem täglichen Training gehört auch das Feintuning an der Prothese dazu. Wir haben jetzt gerade quasi die Feder noch mal ein bisschen in spitzer gestellt, also in die Spitzfußstellung. Da wird Philipp noch mehr Energie reingeben kann. Also mein Ziel ist erstmal jetzt diese Saison Richtung alte Bestleistung zu kommen. Das wären 5,84 Meter, sieht jetzt schon ganz gut aus im Training. Und ja, dann, wenn man so ein bisschen träumt, sag ich mal, nächstes Jahr WM in Paris. Aber erstmal ruhig. Wegen Problemen mit dem Stumpf hatte Philipp länger pausieren müssen. Ich hoffe, wir haben noch 2 Jahre bis Paris, bis zu den Paralympics, dass man ihn vielleicht in diesen Bereich bringen kann, dass er da starten kann. Das wäre so mein Ziel für ihn und das ist eine super Herausforderung und auch Aufgabe. Peter Ferger betreut auch die Leichtathleten der deutschen Paranationalmannschaft. Und war schon bei den Paralympics in Tokio dabei. Für mich ist es einfach auch die Ehre, da mitfahren zu dürfen. Ne? Für die deutsche Mannschaft, die quasi Deutschland da zu vertreten, als, ja, ich sag mal, einfach mal als einziger Automobiltechniker aus ganz Deutschland, der da fürs Team dann da zuständig ist. Aber es ist einfach, ja, einfach eine Riesenehre und ein Riesenspaß, da jedes Mal wieder mitzukommen. Vom Westerwald in die Welt und wieder zurück. Die Prothesenhersteller aus Stock und Püschen sind aber auch eine Anlaufstelle für Kunden ohne Medaillenambitionen. So wie Bernd Combe und Martin Smick aus Marburg. Ja, Bernd. Ja, danke. Alter. Ich war 10 Tage im Urlaub auf Norderney. Und Autofahren ist da halt nicht. Laufen oder Fahrradfahren. Und Fahrradfahren geht besser wie Laufen, auf die Entfernung hin. Und das habe ich wohl überzogen und habe mir da eine wunde Stelle in der Kniekehle zugezogen. Ja. Und ich vermute, dass an der Stelle die hintere Aussparung vom Prothesenschaft zu eng ist. Ja, wenn die offen ist, dann da kommt jetzt gerade die Hitze dabei oder die Wärme. Das macht es noch mal schlimmer. Peter Ferger hat immer ein offenes Ohr für seine Kunden. Berührungsängste kennt er nicht. Ja. Gut, das gehört halt zu dem Beruf, ne? Also, wenn ich den Kunden ja nicht anfassen würde, bräuchte ich den Beruf nicht zu lernen. Man muss halt dafür offen sein, ne? Deswegen sage ich mal, man merkt das schon schnell im Praktikum. Also wir merken das auch, ob wir überhaupt, wenn ihr ein Praktikant ist, ob der überhaupt für den Beruf geeignet ist. Und das ist jetzt so eine Prothese muss ja, ganz schön genau, viel aushalten. Ganz genau, die Kante. 100%. Die offizielle Haltbarkeit, die ist jetzt festgeschrieben. Letztes Jahr durch ein Gesetz, was es gibt, sind alle mechanischen Teile 3 Jahre. Und danach ist eigentlich Feierabend. Also bei so Kandidaten wie bei Martin und bei Bernd ist es eigentlich sogar vorher, weil es wird auf 3 Millionen Zyklen getestet von den Herstellern im Grunde. Und bei der Aktivität, die zwei haben, sind die eigentlich schon vor 3 Jahren bei den Zyklen lange angekommen. Ne? Aber spätestens nach 3 Jahren sollte man dann eigentlich die mechanischen Teile alle austauschen, weil die Industrie die gar nicht so lange testet im Grunde. Ne? Martin Smick hat da schon seine Erfahrung gemacht. Naja, also wenn mir unterwegs was abbricht, dann gibt es keinen Plan B. Dann
muss man irgendwie zaubern. Das ist mit diesen Prothesen noch nicht passiert. Das ist mir aber in der Erstversorgung passiert, dass tatsächlich hier unten das Gestänge abgebrochen ist vom Schaft. Und dann läuft man und auf einmal fehlt der Fuß. So, und das muss man sich vorstellen. Und wenn das halt in der Stadt passiert, ja, gibt's keinen Plan B. Ich selbst habe immer mal an Prothesen Hand angelegt, um die Achsen eventuell zu verstellen, zu Hause, nicht nur beim Orthopädietechniker, und habe wohl vergessen, eine Schraube richtig festzuziehen. Bin dann spazieren gegangen, da merkte ich schon, dass sich da was gelockert hat. Bin dann noch mal 50, 60 Meter gelaufen, bin über eine Brücke und dann habe ich gemerkt, da fehlt plötzlich der Fuß. Da ist bei der Schrittfolge, also linkes Bein nach vorne, ist mir dann der Fuß rausgefallen und ich stand dann halt ohne Fuß da und musste dann meinen Sohn und Bekannten anrufen, bring mir mal bitte einen 4er Imbusschlüssel vorbei, ich habe den Fuß verloren. Jeden Tag in jeder Hose habe ich so ein Ding drin. Martin Smick hat ein Problem mit seinem Probeschaft. Das Nachbessern überlässt Peter Ferger diesmal dem Azubi Morris Bläser. Mit einem Stück Kork verbessert er die Passform. Ja, wenn ich eine Prothese baue, dann bin ich bei jedem Schritt dabei und sehe dann auch mein fertiges Produkt später am Kunden. Und wenn es dann passt und der Kunde ist zufrieden, dann freut man sich natürlich umso mehr. Menschen nach einer Amputation wieder auf die Beine zu stellen und ihnen zurück ins Leben zu helfen, das ist ihr Job. Ich bin seit 25 Jahren im Bereich barrierefreies Reisen tätig und biete Kleingruppenreisen an für Menschen mit Behinderungen. Und ich habe meinen Motorradunfall vor 6 Jahren gehabt. Ich habe aber ein halbes Jahr nach dem Unfall auch schon die erste Reise wieder mitbegleitet. Die Prothese passt. Später wird der provisorische Kunststoffschaft durch Carbon ersetzt. Wenn Martin Smick läuft, fällt kaum auf, dass er ein künstliches Bein hat. Bernd Combe hat sich schon mal testweise aufs Rad geschwungen. Der 70-Jährige ist passionierter Mountainbiker, vor allem seit es E-Bikes gibt. Ja, um es mal mit der Jugendsprache auszudrücken, geil. Weil mir fehlt gegenüber dem rechten Bein, dem linken, halt auch ein bisschen Kraft. Und das kompensiere ich durch einen Elektromotor. Ganz einfach. Und seit zu Hause fahre ich fast jeden Tag Fahrrad. Der APT-Firmengründer Thomas Kipping lässt sich nicht davon abschrecken, dass viele seiner Kunden ehemalige Motorradfahrer sind. Den 10 Kilometer langen Weg ins Büro nach Höhen fährt er am liebsten auf seiner schweren Maschine. Die Arbeit in der Werkstatt überlässt er den Mitarbeitern und widmet sich stattdessen der Geschäftsführung seiner Firma, der APT Service GmbH. Vorher muss man die Ablaufschulung gemacht haben. Und die expandiert. An 8 Standorten in 5 Bundesländern gibt es APT-Betriebe nach einem Franchise-Konzept, das er entwickelt hat. Franchise bedeutet ja, dass man voneinander profitiert. In unserem Fall haben wir halt überlegt, was ist denn für den Kunden eigentlich tatsächlich wichtig? Also wo hat der Kunde den direkten Mehrwert vor Ort? Was braucht er? Und da braucht er eben ja, den Orthopädietechniker oder Technikerin des Vertrauens, wenn er eine Druckstelle hat, wenn er ein Problem mit seiner Prothese hat. Jan Torben Baldschuhn aus Limburg an der Lahn ist einer der Franchise-Nehmer. Seine Ausbildung hat er in der Zentrale im Westerwald gemacht. Seit 2021 ist er selbstständiger Orthopädietechnikmeister. Zum Konzept von APT gehören auch Veranstaltungen für ProthesenträgerInnen. Im Kanu-Club Limburg findet diesmal ein besonderes Event statt. Stand-up-Paddling mit der beinamputierten Spitzensportlerin Kathi Rüssbüldt. Wenn die Rolle wegswitcht, dann fällt man leider mit hin. Also wenn es einer ausprobieren möchte, dann gerne jemanden holen, der erstmal an den Händen festhält, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wenn das alles wackelt. Eine bunt gemischte Truppe wagt sich aufs Wasser. Für die meisten ist es das erste Mal auf dem wackeligen Brett.
hier in Limburg wollten wir einfach das Thema Prothesen auch in der Öffentlichkeit ein bisschen wirksam machen. Ja, natürlich ist das auch immer eine Steigerung des Selbstbewusstseins, wenn man mit der Prothese in die Öffentlichkeit tritt. Man sieht ja jetzt auch hier, die wenigsten haben irgendwie auch die Prothese kosmetisch wunderschön verkleidet. Also die halten damit sowieso nicht hinter verschlossener Hand an. Und ja, einfach die Steigerung des Selbstbewusstseins auch einfach zu sagen, okay, die Prothese ist für mich ein Hilfsmittel, eine Erweiterung fürs Leben und kann eben auch meine Lebensqualität steigern. Auch jetzt dann im Bereich Sport treiben zum Beispiel. Unter Anleitung von Kathi Rüssbüld geht's aufs Wasser. Ein paar Platscher gehören dazu. Nach und nach schaffen es fast alle. Und jeder wird dabei mal nass. Brauchst kein Paddel? Ich hätte gerne wieder. Was die Teilnehmer machen, muss ich auch machen. Also, ich brenne für Stand-Up Paddle, also für den ganzen Sport. Und ich möchte das Feuer, was in mir brennt, auch in den anderen Leuten entfachen. Einfach zu sagen, es gibt eben noch mehr als nur spazieren gehen oder schwimmen ohne Prothese oder Fahrrad fahren, was ja alles total gut ist. Aber Stand-Up Paddle, also der Wassersport, das ist mir einfach eine große Freude. Und das fördert den Umgang mit der Prothese, auch den, mit dem Handicap einfach noch lockerer umzugehen, als man es vielleicht sowieso schon macht. Und eben auch fördert es einfach dieses die Balance, das Gleichgewicht, ein gutes Körpergefühl zu kriegen, weil man wirklich aktiv mit der Prothese auch zusammenarbeiten muss. Und ich freue mich dann eben dran, wenn Teilnehmer anfangen, oh, das geht gar nicht. Und reinfallen und dann selber merken, ah, so funktioniert mein Gelenk. Wenn das wackelt, muss ich das machen. Und dann kommt mir jemand freudig wie er entgegengepaddelt und grinst über das ganze Gesicht. Ja, und dann freut es mich, das zu sehen, wo ich sage, okay, also bei einem ist der Funken schon übergesprungen. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Ja, mittlerweile fahre ich Long-Distance-Rennen am liebsten. Das geht eben von 8 bis 12, 24 Kilometer und mehr. Meine längste Challenge habe ich dieses Jahr bestritten mit 166 Kilometern und bin auch total stolz. Ja, in den Bereichen, wo ich starte, bin ich tatsächlich noch die einzige Frau mit Beinprothese, die startet gegen Nichtbehinderte. Ich bin da total gleichgestellt. Ja, für mich geht es tatsächlich nur um den Sport und den, eben diese Begeisterung eben mit anderen zu teilen. Und es ist mir echt egal, ob da beide Beine dran sind oder ein fehlt oder das halbe. Das ist für mich nicht relevant. Auf zu neuen Ufern. Auch Jessica Meyer-Durke hilft amputierten Menschen dabei, wieder Fuß zu fassen. Sie berät Kunden und weiß, wovon sie spricht. Ich oute mich meistens. Ja, wenn die Leute dann wirklich sagen, ich brauche Hilfe, dann kann ich zum Beispiel auch mitreden. Dann kann ich sagen, ich bin Oberschenkel amputiert. Und dann sind die schon, dann sind wir auf einer Wellenlänge. Also man kann fachsimpeln. Also das, was ich jetzt momentan habe, ist schwer. Das ist also nur der untere Teil, sind 700 Gramm. Ja, und man natürlich immer mit sich rumschleppt, aber es gibt ja auch verschiedene Arten von Kosmetiken, die dann leichter sind. Ich nehme eher das in Kauf, weil es halt wie eine Haut aussieht. Na, also das ist jetzt nicht irgendwelche Farben oder irgendwas brauche ich da auch nicht. Ja, also für mich ist das halt wichtig, damit es halt aussieht, ich sag mal, im ersten Blick halt wie ein normales Bein. Ich kontrolliere gerade einfach noch mal, ob hier alles stimmt, Jessica. Jeder Techniker mag auch gar keine Kosmetik. Also habe ich schon so oft gehört, du mit deiner Kosmetik, sage ich, dann findet euch mit ab. Ich bin eine Frau, ich will eine Kosmetik haben. Natürlich ist das mehr Arbeit. Ja, die Techniker müssen die dann abmachen oder wenn andere Kosmetiken sind, die muss man pflegen und ne, da müssen die halt gucken, irgendwie reparieren. Ja, das haben die natürlich bei Männern nicht. Ne? Also da kommt derjenige, lässt die Hose runter und dann können die gleich losschrauben. Ne? Bei uns muss man erstmal was abmontieren. Trotz Hightech kostet das Laufen mit Prothese 70% mehr Kraft als mit dem eigenen gesunden Bein.
ist dies ja 20 Jahre her, da kam das erste elektronisch gesteuerte Kniegelenk raus. Davor war es halt oft so, gab es nur mechanische Teile, mechanische Füße, mechanische Knie. Auch die Schafttechnik war teilweise eine ganz andere. Ne? Also da wurden ja größtenteils noch Holzschäfte alles gemacht. Ist heute vereinzelt immer noch so, aber halt, wie gesagt, sind nur noch ja, ganz wenige Kunden, die eben Holzschäfte oder die ja, Lederoberhülsen laufen. Ja, und seitdem ist es eigentlich ein stetiger Prozess, dass es da immer weitergeht in der Industrie mit, wie gesagt, mit den Passteilen, die halt unten drunter geschraubt werden. Jetzt ist halt mit dem 3D-Druck ist viel dabei gekommen. Das heißt, ja, unter anderem Kosmetiken, die halt gedruckt werden. Trotzdem bleibt der wichtigste Teil noch Handarbeit. Der Schaft ist die Verbindung der Prothese zum Körper und muss perfekt angepasst sein. Er besteht aus mehreren Lagen Kohlenstofffasern. Darüber wird eine Folie gestreift. Sie muss ganz stramm sitzen. Nun gießt Peter Ferger Epoxidharz in die Folie, das sich von oben langsam verteilt. Mit Druck streicht er die Flüssigkeit nach unten. Etwa 2 Stunden braucht der Schaft, um auszuhärten. Auf Wunsch können auch Motive eingearbeitet werden. Das war jetzt zum Beispiel nur ein T-Shirt. Dann haben wir die erste Guss in Carbon gemacht. Dann wurde das T-Shirt ausgeschnitten und auf den Carbonschaft geklebt. Und dann wird das nochmal übergossen. Inzwischen kann man das Dekor für die Prothese auch im Internet aussuchen. Ja, so im Moment, das wird alles so ein bisschen lockerer, finde ich, so mit der Zeit. Früher war das noch so, wie ich angefangen habe, viel mit Kosmetik. Also die Leute wollten eben auch nicht haben, dass sie sieht, dass sie ein Bein abhaben. Und jetzt geht es eigentlich so in die Richtung, dass es kann oder darf auch bunter sein, also auch bei der Frau. Ja, die Frau wollte eher so die sommerliche Farbe haben oder dann tatsächlich so mit Blumen drauf oder so. Männer dann eher so, wenn die dann schon kommen, mit Feuer oder Metalloptik und die härtere Gangart. Da habe ich auch mit dem Kunde geredet, der wollte ein bisschen was Ausgefallenes haben, da habe ich ihm das gebaut. Sieht eben alles ein bisschen spacischer aus wie die 0815-Teile, die hautfarbene. Und von dem Hautfarben, da geht man eigentlich so, der Trend ist von Hautfarben weg, von der Hautfarbenprothese. Ja, und für Kinder bauen wir dann schon natürlich bunte Prothese. Das kann von Iron Man sein bis Superman oder Spider-Man. Dass die auch ein bisschen Spaß haben. Und das kommt auch immer ganz gut an. Wenn die dann Anprobe haben und dann wird auch direkt das Spider-Man gemacht. Also das ist schon, das macht auch richtig Spaß dann. Um sich bei APT eine Prothese bauen zu lassen, nehmen viele KundInnen eine weite Anreise auf sich. Janine Jauer kommt schon seit Jahren zu Peter Ferger. Das heißt, du wirst nicht mehr so gut gehalten. Es kann auch sein, dass ich ein bisschen was zugenommen habe. Körperliche Veränderungen. Aber nur an Muskeln. Ihr Knie wackelt vom vielen Sport. Das kommt halt durch die extreme Belastung, vor allem auch beim Fitnessstudio, durch die verschiedenen Kurse. Da muss man dann einfach echt wegen Verschleiß dann noch mal was Neues machen. Erste Hilfe mit dem Hammer. Janine weiß, dass sie sich auf Peter Ferger und sein Team immer verlassen kann. Zu APT kam sie durch eine Freundin. Die hat einen Fernsehbericht über die Firma gesehen. Westerwald ist jetzt ja von Baden-Württemberg ja schon ein Stück. Aber tatsächlich habe ich dann eben den Tom angerufen, habe einen Termin ausgemacht. Und dann waren wir hier und der Peter war der Azubi. Das waren ca. 300 Kilometer, die ich immer in Kauf genommen habe. Eine Strecke von Baden-Württemberg. Und die fährt man halt auch nicht mal schnell, um mal so die Prothese zu ändern. Also musste... Ich habe mir immer 3 Tage vorgenommen, habe ich auch nicht bezahlt gekriegt von den Krankenkassen. Ne? Habe mir immer 3 Tage vorgenommen, habe mir hier ein Zimmer gesucht und dann musste innerhalb von 3 Tagen die Prothese fertig sein. Ne? Inzwischen wohnt die ehemalige Krankenschwester selbst im Westerwald. Ich hatte früher so meine Problemchen gehabt, dass ich nicht so gern in kurzen Sachen oder Kleidchen rumgelaufen bin. Aber jetzt mit der Zeit stört mich das gar nicht mehr, weil viel im Fernsehen gezeigt wird von amputierten Menschen, gerade auch die Paralympics. Und da wird man irgendwie
sicherer. Und man sagt sich auch langsam, sollen sie doch gucken. Die Prothese gehört jetzt einfach zu mir. Ein neues Bein wächst mir nicht, also muss ich damit umgehen, was ich jetzt habe. Und da mache ich halt einfach das Beste draus. Vom Westerwald zum Wettkampf. Beim Leichtathletik-Heimspiel vom TSV Bayer 04 Leverkusen können die Parasportler zeigen, was sie drauf haben. TeilnehmerInnen aus 10 Nationen sind am Start, um sich für die Para-WM in Paris warm zu laufen. Auch Philipp Wassenberg ist dabei. 100 Meter Sprint und Weitsprung sind seine Disziplinen. An sich geht es eigentlich nur darum, heute einen guten Wettkampf zu machen, sag mal, die Leistung aus dem Training zu bestätigen und vor allem Spaß zu haben. Das war jetzt eine Saisonbestleistung, eine gute Zeit, bin gut aus dem Block gekommen, ich glaube, relativ sauber gelaufen, also bin auf jeden Fall zufrieden. Auch Heinrich Popow ist mit Philipp zufrieden. Der zweifache Paralympics-Goldmedaillengewinner ist sein großes Vorbild und hat viele Parasportler zu Höchstleistungen inspiriert. Ich durfte Philipp in den Anfängen begleiten. Dann hat Philipp für sich so ein bisschen seine Jugend, sein Erwachsenwerden genossen. Und das schätze ich sehr, weil ich glaube, dass der Philipp jetzt mit einer ganz anderen Motivation in die Wettkämpfe reingeht. Er braucht jetzt nur noch die Zeit und dann kommt die Konstanz rein. Aber vom Talent her hat er schon in den Anfangsjahren gezeigt, was er kann. Die Konkurrenz ist groß. Das Para-Leichtathletik-Heimspiel ist ein echtes Gipfeltreffen der Spitzensportler. Tatsächlich ist es für mich sehr angenehm, wie der Parasport sich entwickelt, weil das ist eine gesunde Entwicklung. Das ist nicht irgendwie künstlich aufgeblasen, zu viele Leute in die Wettkämpfe reingedrückt. Man merkt immer mehr, dass die jungen Leute aufgeschlossener sind, den Parasport auszuprobieren und auch dann beim Parasport bleiben, weil sie merken, dass durch den Sport auch der Alltag mit der Behinderung vereinfacht wird. Ich sage immer wieder, dass die eigentliche Sportart für Menschen mit Behinderung der Alltag ist. Man muss eine Prothese von morgens bis abends steuern können, man muss sich auf sie verlassen können. Und durch diesen Sport, durch den Parasport, egal auf was für einem Niveau, wird der Alltag vereinfacht für Menschen mit Behinderung. Beim Weitsprung gibt Philipp alles. Seine Prothese ist dabei einer Belastung von 4 bis 6 Tonnen ausgesetzt. Beim ersten Sprung ist noch Luft nach oben. Doch dann läuft's. Der Plan war ja, dieses Jahr mal wieder reinzukommen. So ganz locker gesagt, und es sieht schon eigentlich ganz gut aus, also auf jeden Fall besser als meine Erwartungen waren, und ich bin doch nicht so weit weg, wie ich gedacht habe. Nächstes Jahr ist die WM in Paris, wäre natürlich ein Traum, daran teilzunehmen, und da würde ich dann auch erstmal bei belassen. Auch Thomas Kipping und Peter Ferger haben für nächstes Jahr große Pläne. Sie wollen den Betrieb in Stockholm-Püschen erweitern und auf der grünen Wiese neu bauen. Zweckmäßig sein, es darf trotzdem nicht hässlich sein an der Stelle, aber ja, es muss nicht der Glaspalast sein, wo Kaiser Kunde denkt, ach Gott, jetzt ist er im Himmel angekommen, und hinter den Fassaden stimmt es da nicht, das ist bei uns eben noch nie so gewesen, und von daher denke ich, machen wir da eine gute Planung in die Zukunft rein. Und insofern ist mir natürlich wichtig, wenn ich das sehe, wie sich das Unternehmen entwickelt hat, vom quasi Einbahnbetrieb heute zum Franchise-Unternehmen. Oder auch ein Herr Ferger, der Peter als 14-Jähriger war das erste Mal, hat geschaut, was ich hier überhaupt treibe. Und heute wird er jetzt quasi in dem Fall mein Nachfolger werden. Und das ist einfach toll. Das ist das, was mich dann auch wirklich antreibt, was mir Freude bereitet und was mich auch sehr stolz macht. Die beiden Orthopädietechniker aus dem Westerwald sind eben ein perfektes Team.